Wenn man Freuler sagt, Ladies Night in der Swissport Arena, zu Gast ist der FC Lugano. Das Hinspiel hat gezeigt, das ist eine Mannschaft, wo man nicht einfach so mir nichts, dir nichts knacken kann. Was erwartest du von einer Partie? Ich erwarte sicher ein gutes Lugano. Wir wissen jetzt vom Hinspiel, dass sie auch wirklich gut Fußball spielen können. Wir haben dort rechte Probleme gehabt, vor allem mit ihrem Umschaltspiel. Und das müssen wir schauen, dass wir das morgen besser unterbinden und unser Spiel besser aufziehen. Es ist eigentlich erstaunlich, praktisch jede Mannschaft, egal ob im Tessin oder auf dem eigenen Platz, hat Mühe gegen den Aufsteiger. Ja, der letzte Spiel hat gezeigt, Lugano hat Qualität, vor allem nach vorne, und da müssen wir wirklich gewarnt sein. Aber ich denke, wenn wir unser Spiel aufziehen, dann wird es auch für Lugano extrem schwierig, in der Swissport Arena etwas zu holen. Unsere Mannschaft hat eine riesen Serie hingelegt in den letzten Spielen. Man schwingt da wirklich oben mit aus in der Tabelle. Was sind da die Gründe, dass es so gut läuft derzeit? Und vor allem natürlich auch auswärts, und daheim hat man sie auch schon gebogen. Ja, sicher, aber ich denke, wir sind als Mannschaft sehr gewachsen und wir spielen es auch gut. Vor allem die Heiß sind wir sehr offensiv am Spielen und erarbeiten uns gute Chancen. Und das zeigt auch, dass die Gegner ein bisschen Respekt vor uns haben. Wir haben es gesehen, letzte Woche, Zürich hat sich von Anfang an zurückgezogen. Das hat auch ein bisschen etwas mit uns zu tun, dass wir wirklich eine gute Mannschaft sind. Aber es ist eine gute Mannschaftsleistung, die wir gezeigt haben bis jetzt. Wo siehst du die Hauptstärken? Es ist in der Offensive, man hat einen Torschützen, egal ob es ein Dario Lescano, ein Marco Schneuli ist oder ein Samit Yesil. Irgendeiner trifft eigentlich immer. Ja, das ist natürlich umso schöner, dass man weniger berechenbar ist, wenn verschiedene Spieler ein Goal machen können. Das ist auch schwieriger für den Gegner. Und von dem her umso schöner, dass wir verschiedene Torschützen haben. Du selber hast den ersten Sieg schon feiern dürfen. Du bist vor 20 Minuten respektive von diesen User zum schönsten Luzerner Spieler gewählt worden. Was denkst du darüber? Okay, danke vielmals, aber es ist jetzt nichts Grosses von dem her, ja, ist okay, aber nichts Grossartiges. Die Männer hätten natürlich Freude, wenn der Remo Freuler wieder mal als Torschütze würde in Erscheinung treten. Ja, nicht nur die Männer, sondern auch ich selber. Wieder Ladies Night. Am 3. Oktober spielen wir daheim gegen den FC Lugano. Und auch das Jahr tragen wir alle Ladies auf Handy. Ladies, wir zählen auf euch.